Mahlzeit zusammen! Ja, in Zukunft wird es auf Comedy und Funfair keine Beiträge mehr über Freizeitparks und Kirmes geben. Werden vielleicht jetzt einige sagen. Aber ich habe eine Lösung. Also kurze Erklärung. Ich habe in der Vergangenheit immer gedacht, naja, so Comedy-Videos und Videos über Freizeitparks und Kirmes lässt sich immer ganz gut kombinieren, beziehungsweise in einem Kanal präsentieren, aber falsch. Nein, das Publikum ist einfach, oder die Community ist einfach zu unterschiedlich, die Interessen sind zu unterschiedlich und das lässt sich einfach nicht miteinander vermischen. Soll heißen, es haben Leute meinen Kanal abonniert, die sich eben nur für entweder für witzige Videobeiträge sich interessieren, aber eben so gar nicht für Freizeitparks und Kirmes. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze zu trennen. Das soll heißen, ich habe einen zweiten Kanal erstellt, der sich ausschließlich nur mit Kirmes und Freizeitparks beschäftigt. Der nennt sich Funfair Blog. Könnt ihr auf YouTube hier oben rechts, verlinke ich euch das mal, oder ihr geht auf facebook.com/funfairblog. Da habe ich auch eine Facebook-Fanseite erstellt. Und dort sind auf jeden Fall die Leute, die sich nur für Freizeitparks und Kirmes interessieren, besser aufgehoben als bei Comedy und Funfair, wenn die ihm sagen, also so lustige Beiträge oder Videoblogs, die jetzt damit mit Parks nichts zu tun haben, interessieren mich nicht, dann würde ich sagen, deabonniert und auch deliked Comedy und Funfair. Hört sich jetzt doof an, ne? Irgendwie, aber ist ja so, wenn euch das nicht so interessiert, macht das ja keinen Sinn, dass man das abonniert und geht dann stattdessen zu Funfair Blog. Wollte ich noch was? Ja, auf jeden Fall Comedy und Funfair wird es weiterhin geben. Ich werde diesen Kanal auch weiterhin betreiben und pflegen. Soll eben heißen, wenn ihr euch für Videoblogs interessiert, für lustige, witzige Beiträge, die jetzt mit Parks nichts zu tun haben, dann bleibt auf Comedy und Funfair. Es gibt auf jeden Fall immer Nachschub. Und meine Entscheidung war einfach nur, dass ich das Ganze so ein bisschen trenne. Ja, ich denke mal, das kommt schon besser an. Und ja, habe ich noch irgendwas zu sagen? Jetzt ist gerade der Rechner ausgegangen. Aber wie es immer so ist, ne? Ja, auf jeden Fall, was haben wir eigentlich heute? Heute, ich wollte euch noch frohe Pfingsten wünschen. Habe ich fast vergessen. Heute ist, was ist heute? Freitag. Und das Video werde ich wahrscheinlich morgen, sprich Samstag, online setzen. Und ja, heute gehe ich auf jeden Fall ins Kino. Mad Max ist ja neu gestartet, der neue Film in 3D. Mal gucken, wie der ist. Schauen wir mal. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, frohe Pfingsten, ein paar schöne Tage. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Oh, ich sage mal ja, ne? Ja, ja. Oh Mann, ey. Geht es wieder los? Egal. Ich höre am besten jetzt auf. Also ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage und ich hoffe weiterhin auf eure Treue. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.